dieser Villa auf Mallorca machen unsere fünf Jungs einen Monat Urlaub ohne Eltern. Das Zweierzimmer wacht zuerst auf. Soll die anderen jetzt weggehen? Oh, die hätten jetzt eine Rache für gestern verdient. Und das ist Handtuch und dann ins Gesicht klatschen oder so. Komm, fangen wir mal an. Dann machen wir ein bisschen nasser jetzt. Die müssen auch ein bisschen hier nass werden. Das ist ja scheiße. Ich kümmere mich ums Doppelbett und du gehst zu Charlie. Also morgen früh gibt's so Revenge Bench. Ne? Wenn irgendwas Spannendes wollt, fällt uns da mit Sicherheit noch ein. Wir haben so ein paar Ideen schon und da gibt's auf jeden Fall Rache. Heute steht für die Jungs der erste Besuch bei ihrem sozialen Projekt an. Beim spanischen Roten Kreuz werden unsere fünf in den nächsten Wochen immer wieder aushelfen. Was glaubt ihr denn, ist unsere Aufgabe beim sozialen Projekt? Glaubt ihr, wir sollen da irgendwie Leute retten? Müll aufsammeln. Ja, eher sowas. So. Aber auf jeden Fall werden wir bestimmt nicht dafür eingeteilt, dass wenn jemand untergeht, dass wir den retten. Ne, niemand. Vielleicht kriegen wir da so ein kleines Training oder sowas. Ich bin auch bei der Feuerwehr. Kannst du auch so Mund-zu-Mund-Beatmung? Ja, kann ich. Dann haben wir das Thema. Ich will eigentlich nirgendwo reinpusten, wenn ich ehrlich bin. Wenn er jetzt ein richtig gut aussehendes Mädchen ist? Und die wäre ohnmächtig. Oh, wahrscheinlich. Du, du würdest ein hübsches Wesen der Erde sterben lassen, ey. Nein, ich würde es auch tun, mein Gott, ey. Würdest dich erbarmen, oh. Na gut, das Rote Kreuz ist nicht da. Ja. Ich helfe dir. Aber nur, weil das nicht da ist. Das hat nichts mit deinem Aussehen zu tun. Genau. Los geht's. Geil wäre bei Jurat-Training oder sowas. Am Strand werden die Jungs schon erwartet. Von Rettungsschwimmerin Sophia. Hola. German. German. Kennt ihr Deutsch? Sprecht ihr kein Spanisch? Nee, nein, ich spreche Deutsch. Oh, super, ihr könnt Deutsch. Ich kann nur Hola Guapa sagen. Oh, danke schön. Also ich stelle mich erst mal vor, ich bin die Sophia. Also ich habe mir eigentlich überhaupt nicht vorgestellt, dass wir so ein hübsches Mädchen bekommen als Trainerin. Die sieht gut aus, sie ist nett, sie kann Deutsch. Macht ja auch mehr Spaß, dann so mit sowas zu trainieren. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was Rettungsschwimmen, was wir alles machen? Aufpassen, dass alles richtig läuft und falls irgendjemand untergeht und so, dass irgendwie ihn zu retten, dass es einigermaßen sauber ist und sowas. Ja. Habt ihr natürlich recht, wir retten Leben. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Und ja, dafür muss man ja fit sein. Deswegen habe ich mir gedacht, trainieren wir erstmal ein bisschen, bevor wir anfangen, euch weiter irgendwas zu erklären. Wir gehen einfach mal hier rüber. Seht ihr dort hinten dieses Häuschen mit der Karte? Ja. Gut, dann habe ich gedacht, rennt ihr einfach mal hin. Und ihr kommt auch wieder zurück. Die Schnellsten bekommen auch von mir so ein Outfit. Da mache ich immer hier so eine schöne Linie. Alle dahinter. Also, auf die Plätze. Fertig. Los! Ja! Los! Beim Wettlauf hatte ich mir das Knie verdreht, da waren ja ich und Danny hing da hinten in diesem Seil. Ich war gestolpert mit dem linken Bein und bin ich auf Danny und dann habe ich mir mein Knie an diesem Seil und danach konnte ich echt nicht mehr laufen. Was macht Jonas denn? Komm, schaffst du doch. Ich habe eben bei der Aktion eben das Knie so verdreht. Müssen wir dich schon retten? Geht's dir gut? Ist noch okay, ja? Super habt ihr das gemacht. Geil gelaufen seid ihr. Also da habt ihr richtig lange gezeigt. Aber wir laufen ja nicht nur. Unsere Hauptaufgabe ist ja wirklich, was? Schwimmen. Genau. Ich möchte natürlich auch sehen, ob ihr alle gut schwimmen könnt.
Ihr macht euch startklar und wir schwimmen einfach eine Runde. Nämlich bis zur grünen Boje und wieder zurück. Und es gilt immer noch, der Schnellste bekommt dieses tolle Outfit. Okay, also 3, 2, 1, los, 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 los! Komm, komm, komm! Das Schwimmen fand ich etwas anstrengend, weil ich sehr viel Salzwasser geschluckt habe. Ich war überrascht, wie lange es zurückgedauert hat. Also vom Strand sah es kürzer aus, als es doch in Wirklichkeit ist. Ja, super! Ja, super! Also, es habt ihr super gemacht. Wir haben ja wohl einen klaren Gewinner für unsere T-Shirts. Nein, aber das ist ein Scherz. Ihr bekommt natürlich alle ein T-Shirt von mir. Ja, geil. Ja, ja. Dankeschön. Das ist dann ja auch ein bisschen Vertrauen, dass wir uns das geben, weil wenn wir da in diesen Uniformen von denen da rumrennen und irgendwie total Scheiße machen, dann beschweren sich die Leute ja auch bei denen. Ja, super seht ihr aus. Jetzt seid ihr richtige Socorristas. Socor was? Socorristas. Heißt das, was die Küstenwache? Socorristas heißt, sind Rettungsschwimmer. Socorristas. Nicht Socorristas. 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 Das spanische Wort für Rettungsschwimmer. Also ich weiß nur noch, dass es dann mit diesen R war. Socorrita? Nee, keine Ahnung. Socorrista oder? Socorrista. Jetzt will ich euch noch ein bisschen in Aktion sehen. Ihr seid jetzt richtige Lebensretter. Sophia kann beruhigt schwimmen gehen. Denn jetzt behalten ja die Jungs den Strand im Blick. Ob sie das ernst meint, ihnen jetzt schon alleine den Strand zu überlassen? Also, ich habe mich schon so ein bisschen wie beim Baywatch gefühlt. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir an diesem Wachturm da posen konnten und zu dem Fernglas die Leute angucken konnten. Was siehst denn du? Mädchen. In ständiger Erwartung des Unerwarteten. An der grünen Boje ist aber auch nichts, ne? Nee, das ist da alles in Ordnung. Die hat sogar Schwimmflügel, das ist deine Kinder. Und da ist auch ein Vater dabei. Es ist ein total schöner Job, wenn du einfach am Strand sitzt und da irgendwie ein bisschen so die Heldenposition nimmst. Aber da gehört ja auch was ganz anderes dazu. Also es ist einfach auch eine große Verantwortung. Man darf keine Minute unkonzentriert sein, weil einem dann wahrscheinlich jemand absüffelt da. Und das ist wirklich nicht das, was man will. Hat die Sophia, wisst ihr, wo die ist? Ne. Ja. Ich glaub, da hinten. Ey, die kommt da hinten. Komm schnell! Zum Glück will Sophia die Jungs nur testen. Sophia wäre im Ernstfall gnadenlos untergegangen. Sie hat wahrscheinlich ein bisschen Wasser geschluckt. Wir hatten ja auch keine Ahnung, wie man das macht. Und da haben wir einfach mal so drauf los. Sophia! Die fünf haben begriffen, dass es sich nur um einen Test handelt, spielen aber mit. Schließlich geht es darum, den Ernstfall zu üben. Wir müssen wissen, ob sie atmet. Lebt sie überhaupt noch jetzt hier? Der Puls, aber mach mal irgendwas. Ja. Wie geht denn die stabile Seitenlage? Ey, hat kann irgendjemand Mund-zu-Mund-Beatmung oder sowas? Ja, ich hab erst Hilfe schon von vorher. Dann mach das schnell. Oh Gott, Alter. Junge, mach doch mal jetzt. Ja, Weiter. Mach doch mal hin. Da war er schon so ein bisschen verklemmt und wollte ja so irgendwie die Nähe von ihr überhaupt nicht suchen und so. Wenn das jetzt wirklich eine gewesen wäre, die gerade so erstickt, dann hätte ich das natürlich auch alles gemacht, aber es ist halt unangenehm dann so. Wenn man eine Mund-zu-Mund-Beatmung hat, dann hat das keine Bedeutung oder so. Das, ich mache nicht mit ihr rum oder so. Stopp, ich lebe doch! Ja, das war jetzt etwas ein wenig sehr Chaos hier. Ihr habt das auch einerseits gut gemacht, aber es ist wirklich wichtig, ihr seid keine richtigen Lebensretter. Es muss mindestens einen geben, der wirklich sofort den richtigen Rettungsschwimmer holt. Trotzdem zeigt Sophia den Jungs, wie es im Ernstfall richtig geht. Ein Arm muss auf der Boje liegen, damit ich einfach stabil bin
und er hat ja seinen Arm hier. Das heißt, ich kann, hier habe ich auch Stabilität, dass mein Kopf wirklich nicht unter Wasser mehr kommt. Wenn keine Boje dabei ist, so halt, und wenn eine dabei ist, ist es natürlich auch besser, es ist leichter für euch. La 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 la. Oh. Na gucken, ob das überlebt. Und dann probieren die fünf es selbst aus. Die richtigen Handgriffe, falls jemand untergeht. Ich hänge so dann da, okay? Jetzt habe ich es auch verstanden. So war das dann natürlich viel leichter, denjenigen abzuschleppen. Und das hat man dann auch sofort gemerkt, dass man dann dabei auch viel besser schwimmen konnte und sowas alles. Ich glaube, wenn wirklich eine Situation wäre, ihr könntet Leute retten. Jetzt habe ich wirklich Assistenten und nur noch fünf Stück. Ey, ich kann geil, nur eins. Toll. Hey Jungs, wir können uns wirklich nur bei dir bedanken. Ja, ich bedanke mich bei euch. Es hat wirklich total viel Spaß gemacht. Zurück in der Villa kümmern sich Charlie und Johannes um die Wäsche. Also das... Und geht das als Hellwäsche? Das, ja, normal. Ich hoffe, dass da alles reinpasst. Okay, weißt du überhaupt, was die ganzen Knöpfe da bedeuten? Weil ich spreche das ehrlich gesagt nicht. Das ist alles Spanisch. Das ist ja, das erzähl. Ding. Das ist ja rappelvoll. Das geht schon. Das geht schon. Wollen wir 40 Grad oder 60 Grad? 40 Grad, ich hoffe, es reicht. Hier muss der Weichspüler rein. Die Blume heißt, glaube ich, Weichspüler. Was heißt 2 und was heißt 1? Ah, fuck. Schnell. Alter, warum hast du denn angemacht, ey? Keine Ahnung, es ist von alleine angegangen. Stopp. Ja, okay, so geht's auch. Warte mal, dass du ab hinten über irgendwo noch mal ein Symbol drauf ist. Aber hier war schon mal Waschmittel drin, das sieht man. Ich glaube, das muss hier rein. Agua Blanda, Agua Media, Agua Dura. Anzahl der Flecken, oder wie? Wir machen einfach so 5 kleine Löffel. Oder? Das geht schon. Wir haben ja genug. Wäsche waschen gehört eigentlich zu Hause. Das ist auch nicht wirklich zu meinem Betätigung. Also das mache ich normalerweise nicht. Hat man ja gemerkt. Soll ich jetzt bei 2 oder 1? 1 heißt doch eher so normale Wäsche. 50-50. Die anderen bauen den Grill fürs Barbecue am Abend auf und unterhalten sich über den Tag am Strand. Das Sozialprojekt war echt voll cool. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, wir machen da jetzt erstmal nur gleich am ersten Tag irgendwie so Müll aufsammeln. Ja, okay. Und dass wir da gleich so ein cooles Outfit bekommen und Sophia ist auch voll nett. Der hat sich ja voll viel Zeit für uns genommen. Eigentlich waren wir jetzt heute nicht wirklich so eine große Hilfe. Wir waren Hilfe. So das 5. Rad am Wagen, so ein bisschen. Wie eine Ausbildung. Warte mal, wie viel ist das jetzt? Ich hab nicht gezählt, das waren 3 Löffel, oder? Oder 4? Tun die noch rein oder was? Noch einen rein. So. Alter, ich hab echt kein gutes Gefühl. Nein! Falsches Fach? Ja! Man denkt sich doch, dass in die 1 das Waschpulver reinkommt. Weil warum sollte in die 2 das Waschpulver reinkommen? Das ist total unlogisch. Tu um. Schnell. Du lachst den Finger ablecken. Ich will das um, warte, ich mach mit dem. Scheiße. Nein. Kacke. Scheiße. Ich hau jetzt einfach einmal drauf. Das sitzt. Andere Seite nochmal. Und mach einfach die andere Seite. Nimm mal die Finger weg, bevor ich da drauf hau. Sitz. Fertig. Ja, noch irgendwo im Kühlschrank, das die Gehirnfitzelchen, ne? Bei ihrem ersten Großeinkauf haben sich die Jungs an spanischen Spezialitäten probiert. Schweinefüße und Gehirn. Kein Wunder, dass da was übrig geblieben ist. Müssen wir wegschmeißen? Nee. Lass damit angeln gehen. Angeln mit Gehirn. Das ist Köder. Ich sag dir, das ist schon vergammelt, Mann. Der Grill ist übrigens aufgebaut. Was macht er gerade? Wir gehen jetzt Gehirn angeln. Dann könnt ihr jetzt schon mal grillen oder so. Oder halt irgendwie was vorbereiten. Was meint ihr denn, was die anderen gerade machen? Alex, ich will Tzatziki machen. Tzatziki habe ich richtig Bock drauf. Selbstgemachtes Tzatziki schmeckt immer richtig lecker. Und tatsächlich versuchen sich Alex und Jonas an Tzatziki und Kartoffelecken. Wir brauchen da Gurken, Raspeln und vor allem den Saft ein bisschen drin. Ne? Hätten wir das Ding vielleicht vorher sauber
machen sollen. Ich meine, und vor allem... Das ist schon voll und wenig. Und hier, jetzt zieh mal den Scheiß rein. Boah, ne, das ist echt so eklig. Ich will das nicht anfassen. Das ist so ranzig. Drück das da so auf. Jawohl! Guckt euch das an, das sind Fische! Ich glaube, ihr wollt mich verarschen! Die haben das alles abgefressen, ey! Hast du das gesehen, wie die darauf abgegangen sind? Guck mal, wie viele Fische das sind! Ey, komm mal schnell her, ey, Jonas! Digga, das müssen Jonas, einfach reinwerfen! Hier sind richtig viele Fische, guck mal, da unten alles voll! Ja, fresst! Fress! Ey, guck mal, wie viele das sind, ey! Das dauert 2 Sekunden, ey! Das ist ja gleich so eine Horde! Haben sie abgejabbert? Ja, haben sie. Dann haben die unser ganzes Essen aufgefressen und haben uns nichts von ihrem Fleisch gegeben. Die Assis. Alex und Jonas fehlen leider ein paar Zutaten für echtes Tzatziki. Die beiden improvisieren. Schmeckt nö. Schmeckt irgendwie nicht wie Tzatziki oder so. Mach einfach irgendwas draus. Vielleicht schmeckt's ja am Ende. Aber den Scheiß kannst du niemandem vorsetzen. Wie wär's mit Honig? Halt mal. Du packst ja jetzt nicht ernsthaft diese Soße rein, oder? Weiß nicht, sie können das schmecken. Versuch Tzatziki mit Orangensaft. Und ich probiere mal das mit der Barbecue-Soße. Boah. Wir machen das mal mit Honig, wie du das gesagt hast. Boah, das schmeckt geil. Ja? Ey, der schmeckt wirklich gut. Ey, meine Güte, wir sind... Wir haben Tzatziki mit Honig gemacht und das schmeckt geil. Alter, ist das geil. Also Gourmet-Koch werde ich wahrscheinlich nicht, also obwohl mit meinen genialen Ideen da mit dem Honig und so. So exotisch hat ihn, glaube ich, jetzt noch keiner gemacht, damit er irgendwie schmeckt. Lass gut sein. Warte, ich glaube, das wird echt nichts mehr, Mann. Ich habe jetzt auch wirklich Hunger, dass wir uns dann einfach mal gucken, was die anderen gemacht haben. Ne? Jungs, hey. Was habt ihr gefangen? Was habt ihr gefangen? Gar nichts. Wir haben nichts fangen können. Vor dem Essen wollen die Jungs noch eine Runde am Pool chillen. Und Alex entdeckt eine kleine Überraschung. Ey, Jungs, wir haben Post. Post? Yeah, wir haben Post. Woher hast du die denn? Die lag bei meinen Mahlsachen. Liebe Jungs, morgen erwartet euch eine ganz besondere Überraschung. Ihr bekommt am Strand einen Windsurfing-Kurs. Viel Spaß dabei. Das ist richtig geil. Richtig geil. Geil. Ich freue mich richtig schon. Alter, Jungs. Das ist geil. Ich freue mich einfach drauf, sich in die Wellen zu stürzen. Und ich hoffe, dass wir am Ende des Tages dann auch irgendwie was drauf haben, dass wir irgendwas schaffen. So, dann immer raus. Ach, das ist nicht sauber, mein Freund. Die Socke vielleicht nicht mehr gucken, wie das andere aussieht. Es ist überhaupt nicht sauber geworden, kein bisschen. Das ist dreckig. Das ist sehr, sehr dreckig. Wir gehen erstmal hoch, nehmen alles mit hoch und hängen das so auf. Und was dreckig ist, dann machen wir es wieder rein. Okay, wie lange brauchen wir, bis das ganze Teil glüht? 5 Minuten. Ich hoffe, dass es ins 2 kommt. Schaffst du es, 2 Minuten durchzuwedeln? Ja, irgendwie schon. Wäsche waschen ist anscheinend doch schwerer als gedacht. Ja. Meine Waschmaschine zu Hause, ey, da muss ich ein paar Knöpfe drücken und dann wäscht das perfekt. Ja, okay, die Handtücher, die waren jetzt aber auch total verdreckt. Ja, okay, aber trotzdem muss eine Waschmaschine trotzdem auch dreckige Sachen sauber machen. Dafür ist sie ja da, ne? Es ist ganz normal, dass sowas nicht sauber wird, wenn da so viel drin ist und so. Machen wir das eben noch mal. Schönster Sonnenschein, um die Wäsche zu trocknen. Weil man bei so einem Traumwetter nicht viele Klamotten trägt, lohnt es sich, den Körper zu bemalen. Ich finde so eine farbigen Tattoos, die so richtig bunt sind und so, finde ich voll lächerlich. Ich finde, es kommt auf die Symbolik an. Man sollte schon echt was damit verbinden und sich das wirklich ganz genau überlegen, wo muss da eigentlich den Rest des Lebens mit rumlaufen. Vor allem, ich denke auch immer, irgendwann später bist du mal 80 und bist dann auch im Freibad und dann kannst du ja nicht irgendwie noch voll das Surfer-Tattoo haben. Keine Ahnung, wenn das dann faltig ist oder so, irgendwann... Ja. Dann, weiß ich nicht. Alles sieht irgendwann nicht so toll aus.
Hast du eigentlich auf die Uhr geguckt? Ja. Langsam ist der Grillmaff bereit. Lass ist die Grillkohle fertig? Ja, ist fertig. Ja, wir müssen ja auch noch Kartoffeln reinmachen und dann noch das Fleisch und so, ne? Nein, Mann, riech mal, Digga, riech mal. Das riecht ja auch normal. Das riecht überhaupt nicht normal. Riech mal dran. Boah. Das riecht doch nicht normal. Nee, das können wir nicht essen. Das hat gerochen wie so ein toter Biber. Warte, ich guck mal, ob das hier noch geht. Das sieht aber... Boah. Hier, können wir auch wegschmeißen. Können wir nicht essen. Nachher hängen wir morgen alle auf dem Klo. Ja, wisst ihr, woran das liegt? Wir haben die Sachen gekauft und sind damit zigtausend Kilometer durch diese ganze Landschaft da gelaufen. Dabei ist es schon längst aufgetaut und alles und dann nochmal rein, dann wird es schlecht. Wenn man Lebensmittel wegschmeißen muss, ist eigentlich, glaube ich, immer ein relativ auch doofes Gefühl, wenn man weiß, dass eigentlich wirklich viele Menschen auf der Welt auch hungern oder so. Ein Ersatzessen muss her. Die WG hat noch Mini-Pizzen, Bacon und leckere Kartoffelecken. Ey, die Kartoffeln sind so gut wie alle verbrannt. Irgendwie klappt das heute Abend mit dem Abendessen nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. So, der Bacon ist fertig. Ich fand das ziemlich ärgerlich, dass wir nicht grillen konnten, weil... Ja, weil ich einfach totalen Kohldampf hatte und richtig Bock irgendwie auch mal richtig schön Fleisch mit ein bisschen Barbecue-Soße. Geschmeckt hat's und satt sind wir geworden. Also es gibt eigentlich nichts, worüber ich mich zu beklagen habe. Okay. Nee, schmeckt jetzt tatsächlich mit den Kartoffeln wenigstens. Nein. Also mit dem Piccolini schmeckt das sehr lecker. Ich würde sagen, danach essen wir einfach noch ein paar Cornflakes oder so. Wie immer. Das kriegen wir wenigstens hin, ey. Jetzt nochmal so vom Tag her. Wie hat's euch getaucht nochmal so am Meer das Ganze? Also ich fand's heute echt geil. Und dass wir auch so viel Action hatten, fand ich gut. Am Anfang dachte ich so, Rettungsschwimmer, ja. Aber irgendwie im Nachhinein war es eigentlich voll Hammer. Ja, aber ich finde auch, dass wir vielleicht irgendwie eine Spende da irgendwie zusammen kriegen sollten für die Rettungsschwimmer da. Ich weiß nicht, ob wir das Haushaltsgeld dafür nehmen sollten. Nee. Nee, wir verdienen uns irgendwas, würde ich sagen, was, oder? Du willst ja was verdienen, ey. So viele Hecken gibt's hier nicht, die du schneiden kannst. Was Musik? Du könntest zum Beispiel irgendwie so eine, sagen, ja, dein Name auf deinen Arm malen oder so. Ich meine, guck dir doch mal seinen Arm an. Zeig mal deinen Arm noch mal. Das sieht einfach so geil aus. Ja. Wir anderen lassen uns auch noch was einfallen. So die Jungs überlegen also, wie sie Geld sammeln können. Bis plötzlich... So ein fetter Käfer gewesen. Wo ist denn der? Dann dachte ich so, wow, boah, ist der fett, ey, Kacke. Wow. Ich spring erstmal so auf und denk so, hä, was ist jetzt los? Hat er so einen riesen Tarantel hier irgendwo sitzen oder sowas? Ich hätte es von Charlie als letztes erwartet, als dieser Käfer neben ihm aufgetaucht ist, dass er rumkreischt. Boah, Mann! Hä, so schlimm ist er jetzt auch doch, wieder Mann, nicht. Ja, aber nicht los. Ist das ein Skarabäus? Der krabbelt nur weg, Mann. Das ist ein Käfer. Alter, ist das dein Ernst? Alter, was geht jetzt? Ich will nicht so sagen, Alter, Junge! Den bringen wir jetzt einfach weg. Der hat auch noch einen Mädchen. Ja. Danny meint ja auch so, ja, ein Mädchen und so. Und dann nimmt er den Käfer hoch, hält den hoch, der flattert einmal los. Ah, er selber, ey. Schnacker. Noch immer brennt Licht in der Jungs-WG. Das Dreierzimmer plant die Racheaktion fürs nasse Wecken vom Morgen. Lass morgen einfach früher aufstehen. Und irgendwas anderes machen. Wir müssen irgendwie rechnen. Was Geileres. Was Krasseres. Wir brauchen mehr Wasser. Unten im Schrank haben wir so eine komischen Spritzen, so wie dieser Arzt, die man beim Arzt geschenkt kriegt. Ja, die habe ich auch. Aber die halt in groß. Großen, ne? Ja, okay, das ist super. Oh yeah.